Schon wieder weiter mit Civilization 6 live auf Twitch bei WBs Junger Herde. Und ja, wir freuen uns, dass wir Oper und Ballett erforscht haben. Wir wollen mal gucken, wir könnten es zum Beispiel hier bauen. Wir könnten es sogar aus der Hauptstadt ausbauen mit 36 Produktion. Hier haben wir 15 Prot, hier 24. Wir könnten es hier hinsetzen, wenn wir wollten. Nur mal testweise für Spaß. 30 Runden dauert das. Ei, das ist lang, aber es ginge. Wir können es hier hinbauen. Würde dem Theaterplatz nochmal 2 mehr Nachbarschaftsbonus bringen. Ist auch gut. Können wir uns überlegen. Muss aber nicht jetzt sein. Dafür holen wir uns als nächstes Kulturgeschichte. Da können wir Archäologen uns holen. Kriegen wir auch nochmal Gesandte. Dauert 5 Runden. Der Rest dauert auch 5 Runden. Eremitage auch cool für einen Kultursieg. Ein cooler Kultursieg. Und noch eine große Persönlichkeit. Und wir bekommen die Schöne mit den Haaren und der Delfin vorgelesen. So. Tja, machen wir das jetzt noch in der Hauptstadt? Ich würde sagen, nein. Ich würde vielleicht... Wohin ziehen? Ja, vielleicht hier... könnten mal beamen in eine andere Stadt. Aber wohin? Welche Stadt ist auch kulturell wertvoll vielleicht für uns? Ja, vielleicht Villa. Beam dich mal dahin. Für die nächste Runde. 2 Gesandte wieder schicken. Mit 2 Gesandten können wir wenig erreichen. Hier bräuchten wir 4 und würden schlagartig mehr Glauben produzieren und durch unseren Chor gleichzeitig mehr Wissenschaft, Kultur und Gold bekommen. Ich würde jetzt auf Shinguetti gehen. Und wenn wir das gemacht haben, wollen wir vielleicht an Shan uns unter den Nagel reißen. Mal gucken, ob das klappt. Bald kommen ja sowieso schon die nächsten. In fast 2 Runden. Nicht ganz 3 Runden. Donatello macht aber hier vor Ort weiter und eine Reiterstatue gibt es jetzt. Auch ganz bekannt. Sehr schön. Hat sich das auch gelohnt? Oh ja, das hat sich gelohnt. So freut man sich. Du musst noch warten. Du gehst weiter in diese Richtung. Irgendwo hier muss er doch sein. Hier ist er. Der muss hier irgendwie rüberkommen. Vielleicht müssen wir doch ein Schiff runterschicken. Oh, Frieden. Okay. Ein heftiges Unwetter. Oh, hier gibt es Tornados. Schaut mal. Oh, hier stimmt das. Apostel können wir uns holen. Ja, das ist gut. Machen wir später. Es ist doch knapp, dass wir in ein normales Zeitalter kommen würden. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir mal in ein dunkles kommen und danach in ein goldenes, dann hätten wir ein Heldenzeitalter. Also abgeneigt bin ich dem nicht, wir haben keine Loyalitätsprobleme. Wir lassen uns natürlich gerne eine Delegation schicken. Warum auch nicht? Kolumbien mag uns. Jetzt wollen wir mit denen auch ein Bündnis abschließen, das unsere, nach Möglichkeit unsere Handelswege zu ihm boostet. So. Ich spreche mal vor. Ja, sieht noch immer gut aus. Hermetischer Orden, komm. Ja, lasst uns gemeinsam die Ketten der Knechtschaft sprengen. Du meinst der Wissenschaft. Kann es ja nur sein. Botschaft. Ja, aus Prinzip. Aus Prinzip gerne eine Botschaft. Nützen tut uns das nichts. Jetzt nochmal schauen. 2 Gold. 4 Gold würden wir bekommen für unsere Leute. 2 Kultur. Oder 2 Glauben.
zwei Glauben finde ich jetzt. Ja, nur mäßig spannend. Da finde ich zwei Wissenschaft geht ja nicht, aber zwei Kultur fände ich spannender. Würde bedeuten, die würden sich hier vielleicht näher an uns ransiedeln, aber hier ist nur Wüste. Das können sie gerne machen. Ich habe auch eigentlich nicht vor... Ja, die werden uns nichts wegnehmen. Wir könnten uns nochmal überlegen, ob wir hier auf dieser Insel, die immer noch zu Sibirien gehört, auch nochmal eine Stadt draufsiedeln wollen, aber ich weiß es nicht. Also diese zwei Glauben ist halt wenig, finde ich. Weil wenn wir uns die Handelsregel mal angucken, wir haben drei zu ihm, da wären dann plus zwei Glauben. Da finde ich fast schon die Kultur wichtiger. North Bowman schreibt Gold. Aber das ist so schon ganz gut. Kultur. Finde ich, ist das Mächtigste, was man haben kann. Von der Auswahl her. Den Lehre-Sänger-Bonus, das stimmt. Das sind aber nur 20%. Ja, und 20% von 2 sind 0,5. 0,5 Gold, 0,5 Wissenschaft, 0,5. Das haut mich nicht um. Also nur für plus 2 mache ich das nicht. Er wäre ein gut geeigneter Kandidat, weil er keine eigene Religion hat. Oder doch? Protestantismus? Wir gucken nochmal. Nee, der hat eine eigene Religion. Das will ich nicht, dass wir den irgendwie boosten. Wir machen mal... Militärallianz bringt nichts. Kultur oder Wirtschaft? Wir machen Kultur. Wir müssen sogar noch dafür 6 Gold bezahlen. Machen das aber. Und bekommen jetzt hier... Oh, sogar plus 3 Kultur. Achso, weil wir eben plus 1 hatten, glaube ich. Ich glaube, das hat sich ganz verhältnismäßig gut gelohnt. Ja, plus 7 mehr an Kultur, wenn ich das richtig sehe. Naja. So, heilige Stätte abgeschlossen, hier oben. Ein Schrein gerne. Eine Schiffswerft ginge auch. Können wir uns die kaufen? Wir wollten ja auch noch, das habe ich gar nicht im Blick gehabt, wir wollten ja auch noch die Nachbarschaftskarte für den Hafen hier rein haben. Der bringt uns momentan 3. Könnte uns nochmal 3 bringen. Aber ist vielleicht nicht so relevant. Weiter gehen Osten. Nochmal Donatello, bitte. Oh. Judith und Holofernes. Okay. Die wird einen Kopf kürzer gemacht dort. Und hier können wir einmal... Und weil sie so wunderschön war, nannten sie sie Prinzessin Goldlöckchen. Denn ihr Haar war feiner als Gold, wunderbar schön. Und es reichte in Locken bis zu ihren Füßen. Ja, herrlich. Goldlöckchen, Weißröckchen. Wenn ich da nicht alles durcheinander gewürfelt habe. Ah, ich habe gesagt... Nee, ich habe nicht gesagt, 20% von 2 sind 0,5. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe, glaube ich, von 0,25 gesprochen, oder? Aber ist auch falsch. Ja, rechnen live zu der Uhrzeit ist auch alles nicht so wichtig. Dafür habe ich einen Taschenrechner. Also nochmal überlegen. Ein Fünftel von 2. Das heißt, ich muss 2 durch 5 teilen. Das wären dann 0,4. 0,4. Ja, es sind 0,4. Ich nehme alles zurück und behaupte, es sind 0,4. Kapelle des Großmeisters abgeschlossen. 5 Glauben und Plündern lohnt sich. Und wir können ganz viel jetzt hier
zusätzlich uns sehr günstig mit Glauben kaufen bei unseren Glaubenserträgen. Und bauen als nächstes, könnten wir sogar noch einen Bezirk bauen. Noch einen Unterhaltungsdistrikt zum Beispiel hier hin. Dann könnten wir sogar hier noch einen Theaterplatz bauen, aber hier wollten wir ja das Bolschoi-Theater hinsetzen. Das könnten wir auch jetzt anfangen. Oh, das dauert aber auch 26 Runden. Drei Gouverneurstitel sind sehr cool. Das brauchen wir mal nicht. Hagia Sophia brauchen wir auch nicht. Einen Spion mal nehmen. Wir bauen uns mal einen Spion. Ich baue mir einen Spion. Uni ist fertig geworden. Einmal Stupa. Ja, sehr gut. Und jetzt, ja, 8 Runden nochmal warten. Wir könnten auch warten, ob wir den Lobgesang als nächstes uns holen wollen. Wann bekommen wir denn den nächsten Gouverneurstitel? Der ist nicht so weit. Vielleicht bewahren wir uns den tatsächlich erstmal auf. Und überlegen uns dann mal nach dem nächsten Zeitalterwechsel, ob wir hier den Lobgesang lernen wollen. Dann könnten wir nämlich ganz viele Relikte der Leere uns erzeugen. Jetzt haben wir hier die Wahl, noch vielleicht einmal reinzunehmen. Wir verzichten mal auf eine Annehmlichkeit. Können wir uns das leisten? Erstmal gucken. Können wir uns das leisten, auf eine Annehmlichkeit zu verzichten? Hier haben wir plus 3. Ja. Es ist knapp. Wir können es uns eigentlich nicht leisten. Wir können es uns nicht leisten. Heilige Stätte, boah, das bringt uns so einen Boost hier oben. Das will ich nicht rausnehmen. Wir lassen mal das Ganze so, wie es ist. So, jetzt fragt North Boomen 21 Wohnraum. Wo hast du denn 21 Wohnraum gesehen? Kabasa. Hier die Hauptstadt. Wo die herkommen, die 21 Wohnraum. Schauen wir uns gerne an. Also, 4 durch Gebäude, durch Bezirke, Modernisierung, Wasser. Ausrichtung. Was haben wir denn hier drin? Der Ausrichtung mit Wohnraum. Da soll es einen geben. Oder meinst du das hier oben? Nee, du meinst hier Kabasa, ne? Haben wir nicht hier auch noch so einen unserer Spezialbezirke gebaut? Nee. Naja. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Wir freuen uns über so viel Platz für unsere Leute, die sicher noch weiter wachsen werden. So, einmal rüber. Und nochmal lesen. Achtung, es geht um Delfine. Wenn du so gut und großmütig bist, mich freizulassen, sprach der Delfin weiter, werde ich dir zu meinen Lebzeiten zu Diensten sein, sodass du deine Güte niemals bereuen wirst. Na dann. Delfine einsperren ist auch doof. Jetzt können wir hier mal gucken. Hat sich, glaube ich, wieder gelohnt. 4-3 sogar. Da bauen wir jetzt ein Sägewerk. Ich meine, wir können es natürlich nochmal boosten. Es wäre schon dreist, wenn wir es andauernd hier boosten würden. Wir machen es mal nicht. Eine neue Stadt, bitte. Kinshasa. Kinshasa ist das. Und auch hier wollen wir natürlich ein paar Sachen anschließen. Wir haben die Handwerkerkarte nicht drin, aber wir haben Handwerker hier oben.
ziehen den mal runter. Wir könnten auch zwei Runden. Na, wir haben keinen Platz für die Handwerkerkarte. Wir müssen 9 Runden warten für das Wunder. In 8 Runden ist Zeitalterwechsel. Also sieht nach einem dunklen Zeitalter aus. Kaufen wir was hier? Ja, gerne. Ein Obelisken. Ein Kornspeicher nehmen wir auch mal gleich mit. Handwerker muss jetzt nicht direkt sein. Petra auch nicht. Wir können direkt mal einen Hafen hier hinsetzen. Plus 4. So, damit machen wir, glaube ich, nichts falsch. Stadt sollte dann auch zügig hoffentlich bald wachsen. Den Gouverneurstitel, den sparen wir uns auf. Habe ich an alles gedacht. Wir wollen bewusst nicht die Regierung wechseln. So, und hatten wir jetzt hier einen Wohnbezirk gebaut oder nicht? Wir hatten hier einen Wohnbezirk gebaut und daher kommen dann nochmal die 5 her. Wir hatten uns vorhin gefragt, warum hier so viel Wohnraum ist. 5 durch Bezirke. 4 durch Gebäude, dazu gehört der Kornspeicher, die Universität und... Vielleicht der Tempel oder so, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Modernisierung ist klar, Wasser ist klar. Die 5 durch Ausrichtung sind wir nicht so ganz klar. Weil da stand ja nur plus 1. Die Ausrichtung sind ja das hier. Erhalten plus 1 Wohnraum. Der Rest haben wir nicht mit Wohnraum. Auch nicht. Da bin ich mir gerade jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht haben wir mal eine große Persönlichkeit hier eingesetzt, aber so ganz hundertprozentig erklären kann ich das gerade nicht. Ich muss euch sagen, dass eure Zerstörung unseres Heimatplaneten nicht nur Auswirkungen auf euch selbst, sondern auch auf eure Nachbarn hat. Wir machen hier Aufwertung des Regenwalds. Ich denke, die Menschheit hat zu Beginn der industriellen Revolution einen großen Fehler gemacht. Wir haben uns auf mechanische Dinge gestürzt. Die Menschen fühlen sich nur kreativ, wenn sie ihre Hände benutzen. Ja. So, Kohle haben wir aufgedeckt. Haben wir dreimal gefunden. Hier vor Ort, dann sollten wir hier das Sägewerk mal durch eine Mine ersetzen. Wo noch? Hier, dann sollten wir hier... Ja, auch das Sägewerk mal durch eine Mine ersetzen. Können wir mal direkt machen. Und wo noch? Ach, hier vor der Nase. Alles klar, da kommt dann auch eine Mine hin. Ja, das hat sich doch direkt gelohnt, dass wir hier Kinshasa gegründet haben. Sehr schön. Wohnraum wird benötigt in Sanga. Ja, das, was wir hier links zu viel haben, haben wir hier zu wenig. Sobald wir hier die Uni haben, beziehungsweise erstmal natürlich Campus und Bibliothek, werden wir auch mehr Wohnraum bekommen. Hier haben wir einen. Können wir uns 2 dazu holen? Sieht schwierig aus. Können wir irgendwas bauen? Ein Aquädukt. Wo würden wir das hinbauen? Da geht zu viel kaputt. Ah, natürlich der Gouverneur, den wir da hingeschickt haben, der bringt auch nochmal 4 Wohnraum durch unseren Regierungsplatz. Genau, das ist die Lösung. Danke. Das war die Industrialisierung. Leider eine Sackgasse. 2 Banken. Big Bang ist auch nice. Trall ist auch eine Sackgasse. 2 Festungen werden wir uns wohl eher nicht holen. Hier unten rum müssen wir eh gehen. Hier ist sogar noch eine unentdeckte. Dann sollten wir vielleicht erstmal die aufdecken. Erstmal Belagerungstaktiken machen. So. Jetzt ist das hier wieder gut mit den Handelswegen. Und hier Leuchtturm abgeschlossen. Schiffswerft.
Erstmal Stupa. Ein bisschen wieder Annehmlichkeiten aufbauen. Heilige Stätte abgeschlossen. Da können wir einmal eine Runde den Kornspeicher auch fertigstellen von mir aus. Und in der nächsten Runde dann den Campus anfangen zu bauen. Hier ist doch... Warum heilt der hier? Der heilt doch so gut wie gar nicht, oder? Haben wir den gerade erst reingezogen? Der ist ja immer noch so total kaputt. Haben die überhaupt... Heilen unsere Einheiten nicht? Wir können hier mal ein bisschen aufdecken gehen. Hätten die erst nebeneinander stellen sollen für den Flankierungsbonus, aber es geht auch so. Ja, jetzt kann der heilen mit einer Beförderung, sofern hier nicht noch irgendwie so ein ganz schneller Reiter ankommt. 4 Gesandte wollen wir nach Shinguetti schicken. Dann sind wir auf 7 und sollten jetzt unseren Glaubensertrag erhöhen. Hat sich, glaube ich, ganz gut gelohnt. Damit wird sich auch das hier alles erhöhen, weil unsere Handelswege jetzt... Oh, schaut euch das mal an. Richtig krass Glauben bringen. Das gefällt mir gut. Der Speer bleibt da. Der zieht mal hier rüber. Der Hoffnung, dass wir hier irgendwie mal wieder zurückkommen. Vielleicht ja hier unten lang. Na, hier wird schon zu kalt. Das wird irgendwie geblockt. Müssen wir unsere Lehre rüberschicken. Die braucht aber lange. Können auch hier ein Schiffchen bauen oder kaufen. Warum soll ich Eisen kaufen? Was soll ich mit dem Eisen machen? Was soll ich denn jetzt mit dem Eisen machen? Was bringt mir... Hier ist ein General, aber... Der... Dann, ach, dann heilt der... Die brauchen Eisen zum Heilen? Ach, das habe ich... Das habe ich ja... Echt? Echt? Da habt ihr mir jetzt aber gerade ein Spielfeature erklärt, was mir noch nie aufgefallen ist. Vielleicht, weil ich immer Eisen hatte. Das ist mir noch nie bewusst gewesen, dass man die strategischen Ressourcen braucht, damit die Einheiten heilen. Und das wird dann nicht verbraucht. Ach, das ist ja der Hammer. Wird uns Mansa Musa hoffentlich verkaufen. Unser Alliierter. Ein Eisen reicht. Das ist ja der Hammer. Also spannender fände ich es noch, wenn es sogar verbraucht wird, aber ist eine coole Sache. Du sollst hier runterziehen. Wir können uns hier direkt nochmal einen Handelsweg gönnen, finde ich. Ein Händler, der tatsächlich jetzt mal vielleicht hier nach oben irgendwo hinzieht. So. Den Wohnraum haben wir uns angeschaut. Handelswegkapazität haben wir uns auch angeschaut. Ja, eine Runde weiter, sehr gerne. Danke, dass ihr mich da erleuchtet habt. Die hatten Eisenmangel, die Ritter. Das ist zu wenig. Sorry, Herr Nachbar. Wäre ich bei der Schöpfung anwesend gewesen, hätte ich ein paar nützliche Tipps für eine bessere Ordnung des Universums parat gehabt. Okay, wir können jetzt die Archäologen bauen und die passenden Altertumsstätten dafür finden, Wasserpark und Gebäude da drauf und den Zoo auch ausbauen. Okay, wo sind denn die Altertumsstätten? Hier ist eine, okay. Ja, viel ist bei uns nicht passiert. Hier, ach, hier oben ist noch eine. Gut, 2 und dann mit den Resten müssen wir uns suchen gehen. Ja, können wir machen. Dann. Kapitalismus, Kommunismus. Oh, auch spannend. Sind wir Kommunisten?
So eine neue Regierungsform wäre schon schick. Mehr Produktion kann uns auch helfen. Wir gehen mal weiter. Ich glaube, wir sind hier so ein bisschen gerade neugierig geworden. Kommunismus, kann das was Schönes sein? Uns helfen? Oder ist das eher etwas, was wir sagen, oh, upsala, das war eine Verirrung. Tempel. Ja, komm, auch einmal Stupa hinterher. Gerade jetzt, wo wir hier die letzten Gesandten reingesetzt haben, bringen die ja uns auch alle nochmal plus 3 mehr. So, du musst dich mal ausheilen. Dann gehst du wieder in die Stadt rein. Und was hatten wir bei dir genommen? Gegen Fernangriffe. Dann machen wir bei dir den Ansturm. Einmal runterziehen. Einmal hier hinziehen. Einmal verschanzen zur Heilung, bitte. Oh, und wo ziehen wir hier hin? Wir könnten für Brüssel noch einmal die Quest erfüllen, damit wir gleich eine neue Quest bekämen. Aber Brüssel, ist Brüssel relevant für uns? Zu weit weg. Brüssel, das ist es mir nicht wert. Wir könnten nochmal nach Bogota. Hat sich eigentlich bewährt, ne? Die Stadt wird nicht unbedingt schneller wachsen dadurch, aber kann sich schneller ausbreiten. Kommt mehr Produktion. 26 Runden jetzt. Ja, und hier werden wir ja gleich alles anschließen. Hier brauchen wir leider einen Archäologen erstmal vor Ort. Hier einmal Mine bauen. Jetzt bauen wir auch Kohle ab. Regenwälder hier oben nachgewachsen. Gott, hier ist Vulkan ausgebrochen. Hier gibt es... Was ist denn das hier? Ein Schneesturm? Ein Staubsturm ist das. Ah, okay. Ja, zum Glück weiter im Süden von uns. Hier oben machen, lassen wir immer noch alles drin. So wie es ist. Gesandte nach Bologna, das mag ich nicht. Wo ist denn Bologna? Bologna ist gar nicht da. Hä? Haben wir Bologna noch gar nicht... Gibt es Bologna im Spiel und es noch gar nicht aufgedeckt haben? Ah, das heißt, wir müssten hier tatsächlich noch irgendwo vielleicht Bologna finden. Das finde ich ja eine spannende Information. Bologna. Was macht denn Bologna? Wäre Bologna vielleicht für uns auch ein spannender Stadtstaat? Bezirke mit einem Gebäude gewähren eine große Persönlichkeit. Ja. Ist auch cool, aber jetzt nicht ganz zwingend. Schrein ist fertig. Ich glaube, die Schiffswerft wollten wir kaufen. Ein Tempel hinterher. Hat der Wohnraum? Nein. Wir brauchen auch was mit Wohnraum. Ein Mbanza vielleicht. Hier oben. Das wird auch eine schöne Aussicht hier oben. Plus 5. Hier dürfen die Leute, das ist wie die Malediven quasi bei uns hier. So eine kleine Mini-Insel, dürfen die ein bisschen rausschauen. Kornspeicher fertig. Wir machen mal den Campus, dauert ewig lange, aber die Stadt ist ja auch primär nicht zum Wachsen gedacht, sondern nur für die Luxusgüter. Und jetzt heilen unsere Einheiten tatsächlich. Das heißt, wir können hier auch mal gegen das Barbarenlager weiter vorgehen. Ist klar. Einmal rüber. Oh, wie kommen wir hier rüber? Wie sind wir überhaupt hier hingekommen? Ah, ich glaube, wir sind von Osten hier rüber gekommen. Kann das sein?
hier schnell rüber, in der Hoffnung nicht angegriffen zu werden. Wir müssen noch mal ein bisschen gucken. Es wäre so doof, wenn wir die Einheiten verlieren. Das wollen wir nicht. So, wir könnten auf dem Weg hierhin auch noch mal unseren schicken Urwald, den wir vorhin noch geboostet haben, auch einmal verbessern. Wir müssen trotzdem noch mal die Politikkarten wechseln, weil wir den Zeitalterwechsel haben. Und ich will noch ein paar gute Händler kaufen. Können wir das irgendwie mal vorher machen? Können wir was Schnelles vorziehen? Fünf Runden ist zu kurzfristig. Aber wir könnten hier uns einen Boost holen. Wird eine Stadt demnächst auf 15 wachsen? Kabasa vielleicht. Aber das ist sehr vielleicht. Das ist sehr, 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 sehr vielleicht. Sind unsere Annehmlichkeiten noch aktuell? Noch Elfenbein ist ausgelaufen von Mali. Das sollten wir uns mal wieder zurückholen. Darauf bin ich gerade gestoßen, weil ich mich gewundert habe, warum wir hier nicht mehr glücklich sind. Wo ist er denn? Einmal Elfenbein, bitte. Willst du noch was anderes dafür von uns haben? Vielleicht Perlen? Ja, komm, kriegst noch ein paar Perlen dazu. So. Jetzt... Ja, glücklich. Jetzt sind wir wieder glücklich. Und jetzt haben wir eine Runde schneller Wachstum. Ich gehe mal hier auf die Urbanisierung, was jetzt übrigens auch dadurch, dass wir wieder glücklich geworden sind, eine Runde schneller fertig ist. Zur Not müssen wir zwei Feldkanonen kaufen. So. Noch eine Mine bitte. Für die Kohle. Vielleicht können wir ja den Klimawandel etwas beschleunigen. Wir sind ja hier immerhin in der Apokalypse. Und ich denke mir, je früher wir das Finale sehen, wo Runde für Runde hier Kometen runterprasseln und ähnliches, dann wird es doch erst richtig spannend. Oder? Ich glaube ja. Nochmal eine Runde weiter. Das machen wir. Nächste Runde dann Belagerungstaktiken. Und Zeitalterwechsel steht auch kurz davor. Bevor.